Ja, ihr habt das alle mitbekommen, es gab diesen richtig krassen Geheimplan, der aufgedeckt wurde von Korrektiv. Und die AfD hat nun ein Statement rausgehauen. Ist eigentlich schon vor 3 Tagen passiert, aber ich habe abgewartet, mir das anzuschauen, weil ich das dann mit euch schauen wollte. Und zwar war das ein Livestream, der geht 20 Minütchen und er heißt, wir erleben einen ungeheuerlichen Politik- und Medienskandal. AfD-Fraktion im Bundestag. Ja, ihr seht, kommt scheinbar relativ gut an. 60.000 Däumchen hoch, 500 nach unten. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich habe noch nichts davon gesehen, nur die ersten 10 Sekunden oder so, einfach nur um zu gucken, ob alles da in Ordnung ist. Ja, schauen wir mal. Bin gespannt. Ne? Lassen wir erstmal Frau Weidel reden. Wünsche ich jedem ein frohes neues Jahr. Angefangen hat es ja schon. Und vor allen Dingen viel Erfolg und viel Gesundheit für Sie und Ihre Familien. Die Unterstellung des linken Aktivisten-Netzwerkes Korrektiv und die ungeprüfte Weiterverbreitung und Instrumentalisierung von Korrektiv und die Instrumentalisierung und die Weiterverbreitung der unwahren Behauptung und unwahren Unterstellungen. Was mir so ein bisschen auffällt, ja, muss ich sagen, irgendwie kommt sie mir sehr unsicher vor zu dem, was ich sonst von ihr kenne. Das muss ich sagen, das verblüfft mich ein bisschen. Wenn wir uns mal Reden von ihr anschauen, aus dem Bundestag oder auch sonst irgendwelche Interviews oder sowas, sie ist immer wirklich sehr, ja, ich sag mal, geradeaus, sehr sicher. Und redet auch nicht so langsam. Also sie redet wirklich sehr, sehr langsam und irgendwie kommt sie mir unsicher vor. Das wirkt jetzt erstmal nur so. Ich hoffe, dass sich das legt, ja. Schauen wir mal. Stellen einer der größten, ungeheuerlichsten Medien- und Politikskandale der Bundesrepublik Deutschland dar. Sehr verehrte Damen und Herren, das sind DDR-Methoden. Es handelte sich nicht um ein AfD-Treffen, ich finde es super, dass Sie das alles jetzt ganz genau mitschreiben, sondern um eine private Begegnung von Persönlichkeiten mit unterschiedlichem Hintergrund, so auch AfD-Politikern und CDU-Politikern und Menschen. Waren auch CDU-Politiker dabei? Wusste ich gar nicht. Ich habe, nachdem das rausgekommen ist, habe ich mich da eigentlich wenig drum gekümmert, weil das halt wieder mal, wir wissen es alle, das war einfach nur wieder mal irgendeine Kampagne, die aufgefahren wird gegen die AfD. Weil das reicht ja nicht aus, dass seit fast 9 Jahren die AfD durchgängig als, ja, rechtsextrem oder was auch immer betitelt wird, Nazis und NS und was. Da muss man sich natürlich wieder was Neues ausdenken, um sie mal wieder als rechtsextrem dastehen zu lassen. Deswegen ist für mich halt einfach nur, ja, eher langweilig, ja. Aber scheinbar war das ja doch eine größere Sache, weil jeder hat sich drauf gestürzt, ja. Ja, und wenn jetzt dann doch sogar ein Statement rausgebracht wird, ja, ich weiß gar nicht, bin ich ehrlich, ja, hätte man da ein Statement zu machen müssen oder nicht? Keine Ahnung, ja, gut, wenn ich das jetzt so sehe, ich bin ja jetzt nicht persönlich betroffen, deswegen würde ich sagen, ja, ich könnte es so abtun als, ja, ist halt wieder mal so eine dämliche Sache, aber, ja, weil es so groß gemacht wurde, ne, ja, schon in Ordnung. Ja, ist okay, dass sie ein Statement dazu machen. Ja. Ich hoffe, dass es gut wird. Okay. Es handelte sich auch nicht um ein Geheimtreffen, sondern um eine private Zusammenkunft, die von diesen Korrektivaktivisten mit Geheimdienstmethoden unter Missachtung von Persönlichkeitsrechten infiltriert und ausgespäht worden war, um eine Verschwörungstheorie gleich zu Jahresbeginn zu konstruieren. Das ist auch etwas, was ich halt nicht verstehe. Dass so viele Leute, dass ich glaube extra, also ich glaube schon, ich muss unterstellen, ich glaube die Leute, die das halt verwenden, um zu sagen, ja, schaut mal hier, was die AfD wieder ausheckt. Ich glaube, die wissen, dass das ein privates Treffen ist. Und die wissen, dass sich da halt einfach nur vielleicht ein paar befreundete, Bekannte oder was auch immer Politiker getroffen haben. Und da war halt auch ein Sellner dabei und da waren halt auch Unternehmer dabei. Die kennen sich halt wahrscheinlich einfach alle aufgrund von, weiß ich nicht,
aktivistischen Telegram-Kanälen oder was auch immer. Irgendwie werden die sich ja kennen. Ja, und haben sich halt getroffen, haben gegessen und haben auch eben über Politik gesprochen. Ja. Natürlich wurde daraus was Großes gemacht. Ja. Aber wichtig, dass hier nochmal gesagt wird, dass das ein privates Treffen ist. Die Position der AfD und der AfD-Bundestagsfraktion zum Umgang mit der millionenfachen irregulären und illegalen Migration seit 2015 wird nicht in angeblichen Geheimtreffen festgelegt, sondern auf Parteitagen und in Parteigremien. Das richtig. Ganz einfach gesagt, ja. Irgendein privates Treffen von ein paar Leuten wird nicht dazu führen, dass das Parteiprogramm der AfD geändert wird. Ganz einfach, ja. Und ja, mittlerweile ist jetzt scheinbar warm geworden, weil es wohl scheinbar nur die ersten paar Sekunden, wo sie ein bisschen reinkommen musste, aber ja, ich da jetzt wieder los. Wissen Sie auch. Sie ist im Grundsatzprogramm von 2016 dargelegt, im EU-Wahlprogramm und in zahlreichen Stellungnahmen sowie Parlamentsreden nachzulesen und zu hören. Das erklärte Ziel der AfD ist die Ausschöpfung aller rechtsstaatlichen Mittel, um illegale Grenzübertritte zu verhindern durch effektive Grenzkontrollen. Nicht aufenthaltsberechtigte Kriminelle und terrorverdächtige Migranten auszuweisen und abzuschieben, Einbürgerungen restriktiv zu handhaben und missbräuchlich erlangte Staatsbürgerschaften abzuerkennen. Wer deutscher ja. Kann ich nichts hinzufügen, ne? Wer Staatsbürger ist, gehört ohne Frage, ohne Zweifel zum deutschen Staatsvolk. Gerade deshalb darf die deutsche Staatsbürgerschaft nicht verramscht werden und mit der Gießkanne verteilt werden. Ja, und was halt hier gemacht wird, ist natürlich dann die Aufnahmekriterien dann nochmal zu vereinfachen. Wie gesagt, ich habe es letzte Mal gesehen, ein Moslem, der Deutscher werden möchte und einer Frau den Handschlag verweigert, weil das nicht in seine Kultur passt, der wird trotzdem den deutschen Pass bekommen, weil das egal ist, weil jeder einfach den deutschen Pass hinterhergeschmissen bekommt. Das, sehr verehrte Damen und Herren, ist die Durchsetzung von geltendem Recht und Gesetz, das von Regierungsseite seit jetzt fast einem Jahrzehnt so sträflich vernachlässigt wird. Skandalös an diesem Vorgang von letzter Woche ist, dass über den eigentlichen Skandal geschwiegen wird. Es ist skandalös, wenn linke Aktivisten mit Stasi-ähnlichen Geheimdienst- und Zersetzungsmethoden eine private Zusammenkunft angreifen, um unbescholtene Bürger abzuhören und auszuspähen. Es ist skandalös, wenn diese Aktivistengruppe, die unter dem Deckmantel der journalistischen Recherche auftritt, von staatlichen Stellen massiv mit Steuergeldern finanziert wird. Ja, das kommt ja auch noch dazu, ne? Korrektiv wird ja eben von, ja, wie sie so sagt, Steuergeldern finanziert, von ja, Institutionen finanziert. Und es ist eigentlich auch interessant zu wissen, woher wussten denn diese, ich nenne sie jetzt mal Journalisten überhaupt, dass sie sich dort treffen? Es wird ja nicht so gewesen sein, dass da rein zufällig Malte Torben daneben saß und das Ganze mit dem Handy aufgenommen hat und das dann, was weiß ich, an die Taz geschickt hat oder an Korrektiv selber oder was auch immer. Sondern, ja, da werden ja schon irgendwie Insider-Informationen weitergegeben worden sein. Oder hat sich da in irgendwelchen Telegram-Gruppen reingehackt oder was auch immer, oder eingezeckt. Wenn eine Mehrheit der etablierten Medien die böswilligen Fehlinterpretationen und unwahren Behauptungen dubioser Aktivisten ohne Prüfung aufgreift und weiterverbreitet, als handele es sich um eine seriöse Quelle. Es ist ein Skandal, wenn solche Machenschaften für eine Kampagne instrumentalisiert werden, die das Ziel verfolgt, privaten Meinungsaustausch zu kriminalisieren und unter Gesinnungskontrolle zu stellen, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ich bin ehrlich, ja, natürlich, dass Korrektiv das macht, weil sie ja unter anderem von der Regierung finanziert wird. Aber ich meine, hätte das jetzt, was weiß ich, die Taz gemacht, ja,
Dann sage ich mir noch, ja gut, macht man nicht, aber selbst beim Korrektiv. Ich find das eher schlimmer, dass alle Medien darauf angesprungen sind und dass alle Öffentlich-Rechtlichen, alle Politiker, alle Medienhäuser und so weiter, dass sie das alle aufgeschnappt haben und alle quasi dann das Gleiche geschrieben haben, den gleichen Entschluss gefasst haben, die gleichen Diffamierungen gefahren haben und so weiter. Ja, ja, wie gesagt, wäre das jetzt irgendein linkes Blättchen, ja, gut, wäre halt Müll gewesen, aber nicht so schlimm wie das, was jetzt daraus passiert ist. Skandalös, so? Die Opposition zu diffamieren und mit Verbotsforderungen zu überziehen und legitime politische Debatten abzuwürgen. Die unreflektiert übernommenen maßlosen NS-Vergleiche, Stichwort Wannsee-Konferenz 2.0, wo leben wir bitte schön, ja, sind nicht nur eine skandalöse Verharmlosung von NS-Verbrechen. Ja. Die Korrektivkampagne verfolgt offenkundig den Zweck, die radikal linke Forderung nach Bleiberecht für alle mit der Moralkeule durchzupeitschen, indem Abschiebungen mit Vertreibungen und Deportationen gleichgesetzt werden. Das ist der Kern. Also Weidel sieht halt wirklich auch ein bisschen angepisst aus, muss man sagen, ne? Wirklich, ich glaube, die ist wirklich sauer, dass diese Kampagne gefahren wurde. Ich bin ehrlich, also ich sehe die gar nicht so schlimm an. Also schlimm im Sinne von, dass sie so schädigend ist, weil das ist halt eine von tausend anderen Diffamationsaktionen, die gefahren wurden, die gefahren werden. Weißt du, ich glaube nicht, dass ein einziger wirklicher AfD-Wähler nach dieser tollen Recherche, nach diesen tollen Veröffentlichungen gesagt hat, nee, also jetzt kann ich sie nicht wählen, weil die haben jetzt zum 200 millionsten Mal gesagt, das sind Nazis. Also ganz ehrlich, naja, ich wäre da gar nicht so angepisst. Warum lädt das denn immer Zweck so? Zweck dient die politisch einseitig motivierte Erklärung des Begriffs, welch Zufall, Remigration zum Unwort des Jahres. Die Durchsetzung geltenden Rechts wird moralisch für unsagbar und undenkbar erklärt. Skandalös ist die Doppelmoral. Also ist eigentlich jemals schon mal die Frage gestellt worden, wenn sich doch da laut den Linken ganz, ganz böse und wirklich unfassbar einflussreiche Leute der AfD treffen und ein Geheimtreffen haben. Warum zum Teufel setzen die sich da in irgendeinem öffentlichen, öffentlich abhörbaren Gebäude hin und essen da in Ruhe miteinander und schnacken miteinander? Warum machen die das nicht in irgendeinem abgeschlossenen Bunkerraum, wenn das wirklich so ein krasses, unfassbares Geheimtreffen ist? Natürlich ist das nicht geheim, aber fällt das den Leuten nicht selber auf? Die hätten sich auch einfach auf eine Decke in den Park setzen können und hätten wahrscheinlich das Gleiche beredet. Aber naja, ne? Mit Ampel- und Unionspolitiker dieses Kampagnenframing übernehmen, obwohl sie selbst eben noch Abschiebungen in großem Stil gefordert haben, wie Olaf Scholz, nachträgliche Ausbürgerung von Antisemiten und Hamas-Anhängern, wie die SPD und die CDU Rheinland-Pfalz und sogar die tatsächlich verfassungsfeindliche Abschiebung ganzer Clanfamilien, auch ohne Straftatbestand, gefordert wurden, von der Super-Innenministerin Nancy Faeser. Wo war da die Empörung? Die war nicht da, weil es da ganz kurz einmal mit den Fühlis einhergegangen ist, mit den Leuten, die sich so für Israel eingesetzt haben. Und das waren halt die Mehrheit. Da war das okay, aber das war ja auch nur ganz kurz. Ja, das war ja nur für 2 Tage.
Da wurde dann gesagt, ja, jetzt müssen wir hier, weil armes Israel, da müssen wir abschieben, jetzt im großen Stile, ne? Wurde 2 Tage drüber gesprochen und dann wurde dann nie wieder drüber gesprochen. Wann habt ihr das letzte Mal irgendwelche Äußerungen von dem Scholz, von der Faeser oder was auch immer gehört, die darauf anspielen? Natürlich, das war nur ganz kurz innerhalb dieser Israel-Hype-Phase, sag ich mal, ne? Da ging das. Und da ist das egal. Da kann man ansprechen, was man möchte. Israel ist heilig. Verfassungsfeinde sind jene, die nach Parteiverbot, nach Entzug von bürgerlichen Grundrechten und dem politischen instrumentalisierten sogenannten Verfassungsschutz rufen. Weil sie die Möglichkeit eines demokratischen Machtwechsels zur Opposition nicht akzeptieren können. Weil sie der wachsenden Unzufriedenheit der Bürger über ihre Politik nicht mehr Herr werden können und weil sie von ihrem eigenen Versagen ablenken wollen. Schämen sollten sich alle Regierungspolitiker, die mit ihrem Gratismut am Sonntag in Potsdam gegen die Opposition demonstrierten, aber am Montag in Berlin vor dem Zorn rechtschaffender Bürger kneifen, weil sie die Nase voll haben von dieser Verarmungspolitik. Ja. Und als letztes, wer die Opposition als, ich zitiere, Nazi-Partei bezeichnet, diffamiert, wie der Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, oder die AfD in Fäkalsprache als, ich zitiere, Scheißhaufen bezeichnet Strazi war das. Und ihre Wähler im untersten Proletenjargon als, ich zitiere, Schmeißfliegen entmenschlicht, wie die EU-Spitzenkandidatin der FDP, Frau Strack-Zimmermann, Strazi. Der ist nicht nur ein Heuchler, sondern der sollte künftig wirklich den Mund halten, wenn über die Verrohung der politischen Sitten in diesem Land gesprochen wird. Ja, aber Frau Weidel, jetzt vergessen Sie aber, es geht doch von links aus, von den Guten und geht gegen die Bösen, gegen die Rechten. Hallo? Die dürfen doch alles sagen und machen, was sie wollen. Also, das muss man doch wissen. Die dürfen einfach alles sagen und machen. Ja, also, das sollte ja mittlerweile jetzt bekannt sein, ne, Frau Weidel. Also, ne? Ja, also man merkt auf jeden Fall, sie ist schon sehr angefressen. Ehrlicherweise, für mich, ich möchte Weidel hier jetzt nichts Böses, aber ehrlicherweise, ja, für mich in meinen Augen ein bisschen zu sehr, weil es ist halt eine von vielen Aktionen, ja, dass jetzt genau diese Aktion sie so sauer werden lässt, weiß ich nicht warum, wahrscheinlich weil es halt einfach so groß gemacht wurde, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ja, also mich persönlich hat es jetzt nur erst zum Lachen gebracht, ja. Ich weiß ja nicht, ob man das möchte. Ich weiß ja nicht, irgendwo, ich meine, AfD ist halt auch eine Partei und es gehört halt alles zur Politik. Ich weiß halt nicht, ob man das genau möchte, ne? Ob man halt jetzt das extra so nach außen zeigt, oh, wir sind jetzt halt richtig angepisst. Keine Ahnung, ne? Ja. Noch, um vielleicht von dem wirklichen Skandal zu sprechen, der aktuell die deutsche Politik einem herkehrt. Das haben wir hier gestern in Berlin gesehen. Das sind natürlich die Politik dieser Ampelregierung, dieser Bundesregierung, wie sie aktuell agiert. Und man will natürlich mit diesen Kampagnen, die gerade gegen die stärkste Oppositionspartei aufgebaut werden, ja, ablenken von den eigenen Problemen, von den eigenen Sorgen. Die Medien machen wohlfeil mit. Wir haben es gesehen, dass die Berichterstattung sich nicht mehr um die Sorgen und die Nöte in diesem Land von rechtschaffenden Bürgern dreht, von Handwerkern, von Landwirten. Das ist aktuell der Stand. Und wir haben, und das sehen wir gerade, in Deutschland historische Tage. Und davon möchte natürlich die Bundesregierung ablenken. Die Massenproteste, die wir auch gestern ihren vorläufigen Höhepunkt hier in Berlin hatten, die erreicht sind, sind eine Zensur in der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte. Über 10.000 Menschen kamen gestern hier nach Berlin zur Großkundgebung der Landwirte, der Fuhrunternehmer, der Handwerker und vor allen Dingen vieler Mittelständler nach Berlin, um friedlich gegen die völlig abgehobene bürgerfeindliche Politik der Ampel zu protestieren. Und es geht... Ja, aber das ist ja was anderes, ne? Also das darf man ja jetzt nicht sagen. Ne? Ja, ich weiß auch nicht, warum der Player immer kurz lädt. Ich weiß nicht, YouTube hat gerade irgendwelche Probleme.
Weil gerade schrieb noch einer, ja, weil sie die Partei mit NSDAP verglichen haben und so weiter. NSDAP verglichen haben. Ja, aber ganz ehrlich, das ist jetzt halt zum 200 millionsten Male passiert. Es ist zum 200 millionsten Male passiert, dass die AfD als Nazi-Partei bezeichnet wird, dass sie alle als Nazis bezeichnet werden. Ich werde tagtäglich 100 Mal als Nazi auf Twitter betitelt und so weiter. Also, deswegen verstehe ich es halt nicht, warum ausgerechnet das. Also wahrscheinlich, weil das halt so hochgepusht wurde, ja, und weil das jetzt nicht halt nur irgend so ein Twitter-Shitstorm war oder was auch immer. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ne? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht auch, weil Martin Sellner dabei war und das war also nochmal was ganz Besonderes. Ich habe keine Ahnung. Es geht mittlerweile mehr als nur um einzelne Steuererhöhungen. Und es sind längst nicht nur Landwirte, es ist ein Aufstand des Mittelstandes, der Arbeitnehmer, es ist der Aufstand der arbeitenden Elite, die wir in diesem Land sehen, die dieses Land am Laufen halten. Und wir als AfD-Fraktion sagen daher auch Danke an alle Landwirte, Kraftfahrer, Handwerker, Händler, Produzenten, Selbstständige, Unternehmer. Kurz Danke an jeden Einzelnen im ganzen Land, der für uns alle auf die Straße geht und es zeigt, dass unsere Demokratie lebendig ist. Das ist Lebendigkeit der Demokratie und noch nie hat eine Bundesregierung das Vertrauen der Bürger, des Souveräns in so kurzer Zeit derart verspielt. Das stimmt. Mittlerweile über 80%. Das stimmt, da hat er recht. Also, und die Regierung macht ja genau das Gegenteil daraus, ne? Das ist ja wirklich unfassbar, egal welchen von denen man zuhört, ob es ein Scholz ist, ob ein Habeck ist, egal wem, ne? Die reden immer davon, dass wir ja wirklich den besten Job der Welt machen würden und dass wir wirklich, dass alle anderen Länder auf uns rüberschauen und oh, boah, bei denen läuft das ja so. Das ist wirklich krass, ne? Das ist wirklich, wirklich um, Baerbock würde jetzt sagen, um 360 Grad gedreht, ne? Aber das ist um 180 Grad genau das Gegenteil von dem, was Realität ist. Aber das ist wirklich unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Ne? Wie wenig Zuspruch kann eine Regierung noch haben? Ne? Eine neue Bundesregierung, Sie haben auf gut Deutsch gesagt, die Schnauze gestrichen voll von linksgrüner Wohlstandszerstörung, von Ökosteuern, von Horrorinflation, von Sanktionsirrsinn und hohen Energiepreisen. Und deshalb ist auch unsere Forderung der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, dass wir natürlich geschlossen als allererstes an der Seite derer stehen. Und wir fordern, dass zum Beispiel als erstes die Beibehaltung und die zukünftige Verdopplung der Agrardieselrückvergütung. Des Weiteren stellen wir fest, dass es sich hierbei um eine Steuerrückerstattung und nicht um Subventionen handelt. Zweitens eine deutliche Reduzierung der Mautgebühren für das Transportgewerbe, um dessen Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Drittens die Umsatzsteuer für die Gastronomie wieder auf 7% zu senken, um die Existenzgrundlagen dieser Branche zu sichern und zu erhalten. Viertens, die Abschaffung der unsinnigen, zerstörerischen CO2-Steuerabgabe. Doch was sehen wir im Umkehr? Die Ampel scheint zur Umkehr eben nicht in der Lage zu sein. Im Gegenteil, trotz Rekordsteuereinnahmen will Landwirtschaftsminister Özdemir die Bürger weiter belasten und schlägt allen Ernstes in dieser Situation einen Bauernsoli vor, um den Zorn der Bürger über die Ampelpolitik auf die Landwirte zu lenken. Ja. Das ist ja auch aktuell die Politik dieser Ampelregierung, ja, dass man die Landwirte und dass man die Protestierenden. Das ist generell einfach nur eins zu eins wieder, die Leute sollen sich untereinander die Köpfe einschlagen. Die Leute dürfen auf gar keinen Fall sauer auf Politik, Regierung, wie auch immer sein, sondern es ist halt immer ein, bitte, bitte haut euch gegenseitig die Köpfe ein. Ja, wenn wir irgendwelche unfassbaren Einschränkungen in der Corona-Politik fahren, dann aber so, dass ihr euch gegenseitig die Köpfe einschlagt. Denn wir machen das dann einfach so, dass ja die einen finden das alle gut, die anderen finden das schlecht, also sind wir raus. Ja, ihr kloppt euch gegenseitig ein. Dann, ich kann euch alles, egal, also alle politischen Themen. Ja, es geht ja nur noch darum, dass wir uns gegenseitig einfach die Rübe einhauen. Ja, das ist aber der eigentliche, ja, ich sage mal, der eigentliche, ja, Feind hört sich jetzt doof an, aber der eigentliche Fokus sollte ja eben auf Regierung, Politik, ja, auf die sogenannte Elite liegen, ne, und nicht untereinander. Ne. Aber das wird immer außer Acht gelassen. Ne, immer. Und das von beiden Seiten. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass das jetzt zu engstirnig betrachtet wird, aber ich glaube, dass mehr aus, ja, ich sage mal, unseren, in Anführungsstrichen, politischen Richtungen, da mehr Leute sind, die das verstehen, als umgekehrt. Ne? Aber dennoch, ja, hat man natürlich immer
irgendwo den Hauptfokus auch auf ja, die gesellschaftlichen Feinde, leider. Nehme ich mich ja nicht raus. In genau dieses Schema steckt, in das man uns als Opposition gesteckt hat. Diese Regierung hat jeglichen Bezug der Realität verloren. Es darf keine weiteren Belastungen der eigenen Bevölkerung mehr geben. So spielt man nämlich die Menschen im Land gegeneinander aus und das ist eine absolut perfide Politik. Ja. Die Ampel ist offenbar eben nicht mehr bereit, ihren politischen Irrweg zu korrigieren. Die Proteste werden weitergehen und auch die AfD-Bundestagsfraktion wird Ihnen im Deutschen Bundestag als einzige eine Stimme geben. Der letzte Strohhalm der Ampel ist der Popanz. Ihr Machtverlust würde am Ende der Demokratie schaden und gleichkommen. Ihr Machtverlust ist mittlerweile nicht übrigens, mehr... Übrigens, was auch gemacht wird, es gibt ja auch irgendwie Gründe, warum ganz zufällig jetzt in der Zeit diese richtig krassen Proteste gegen die AfD und gegen rechts aufgefahren werden. Natürlich, weil halt die Medien dann kompletten Fokus darauf legen können. Die Bauernproteste werden halt nicht mehr behandelt. Es kommt halt wirklich so rüber, als wären keine Proteste mehr seitens der Bauern, der LKW-Fahrer und andere Bürger, die dahinter stehen, dass es sie gar nicht mehr existent sind. Ne? Auf Twitter sehr oft. Da sind so viele Linke, die dann da irgendwas twittern von wegen, ja, was ist denn hier mit den groß angekündigten Protesten? Ne? Man hört ja gar nichts mehr davon. Ja, denk doch mal drüber nach. Man möchte ja auch nicht, dass du davon hörst. Darum geht's ja. Umkehrbar. Und die nächsten Wahlen werden das genauso auch in Deutschland zeigen, auch bei den Landtagswahlen und auch bei der Europawahl. Das ist die Chance für die Bürger, dieser Ampelregierung hier die rote Karte zu zeigen. Ja, und das kommt auch noch dazu. Genau, das, was Skoll Wennerson sagt. Das Treffen war ja nicht gestern oder zwei Tage bevor diese tolle Recherche öffentlich gemacht wurde, sondern das ist ja schon 2 Monate her gewesen. Warum kommt sie jetzt? Hat man einfach auf einen sehr guten Zeitpunkt gewartet? Könnte das eventuell der Grund sein? Nein, das ist nur Verschwörungstheorie. Das hat einfach nur so lange gebraucht, bis man den Text geschrieben hat. Ne? Daran wird es liegen. Da hört man leider jetzt nicht die Frage. Also Sie liegen richtig, wenn Sie annehmen, dass die Vertragsauflösung im Zusammenhang mit dem Treffen in Potsdam stattgefunden hat. Zum guten gegenseitigen Einvernehmen gehört natürlich auch, dass ich mich über die Hintergründe in der Öffentlichkeit nicht äußern werde. Das ist ich werde mich dazu nicht weiter äußern. Der Kollege hier. Entsteht da nicht eine gewisse Verwirrung bei AfD-Anhängern und AfD-Mitgliedern, wann und wo sie sich nicht äußern dürfen, ohne es tut mir leid, das hört man nicht so wirklich. Wer sind Sie eigentlich? Ich habe Sie noch nie gesehen. Sie haben ja eben sich auch schon kaputt gelacht. Ein bisschen unseriös. Ich habe noch einmal gehabt. Echt? Wer sind Sie denn? Haben Sie die Frage nicht beantwortet? Auch nicht. Nee, ich heiße Weidel, nicht. Wie bitte? Reuters. Ja, wunderbar. Okay. Ich habe schon darauf geantwortet. Okay. Nein, Sie müssen einfach zuhören. Dann Herr Preuß, bitte. Ist gerade alles irgendwie ein bisschen komisch, muss ich sagen. Aber von allen Seiten. Weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen komisch. Auch von Weidel finde ich das gerade irgendwie komisch, muss ich sagen. Irgendwie witzig, weil sie ihn rasiert, aber auch irgendwie komisch. Weil das wirklich so ein bisschen rüberkommt wie, nee, ich möchte mich nicht äußern, nee, ist vielleicht nicht so gut, wenn ich das dazu sage. Irgendwie, das Problem ist, ich weiß nicht, was da am Anfang gefragt wurde. Das ist vielleicht auch ein großes Problem, weil man einfach nicht hört, was da gesagt wird. Es wäre vielleicht wichtig zu wissen. Es ist irgendwie lustig, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut finde oder schlecht. Ist irgendwie witzig, aber ja, ich glaube, das Problem ist, dass man nicht hört, was da gefragt wird. Wissen Sie, Herr Preuß, es ist ja sehr interessant, dass Sie jetzt mal danach fragen. Ich meine, im Prinzip haben Sie ja alles wohlfeil einfach einer Zeitungsnachricht nachempfunden und wiedergegeben. Ich will Sie mal kurz fragen, und Frau Weidel hat es ja kurz ausgeführt. Was werfen Sie mir konkret jetzt vor? Ich meine, wir sind Politiker. Es gehört zu unserer Aufgabe, dass wir uns mit Unternehmen treffen, dass wir uns mit Privatpersonen treffen, dass ich mich mit anderen Politikern treffe. Okay, wahrscheinlich hat er auf die Akteure in diesem richtig bösen Treffen angespielt, wer dabei war und was die Absichten waren und sowas.
ja. Ich meine, da waren Unternehmer dabei, da waren ein Aktivist dabei und Politiker dabei. Das könnte das auch einfach nur ein sowas wie ein Investorentreffen gewesen sein? Könnte das einfach nur ein Treffen unter Freunden gewesen sein? Wahrscheinlich eher das erste, aber würde dann mit Investoren, mit Lobbyisten, wie auch immer, würden die sich dann mit der Riege treffen? Keine Ahnung, aber ging um den AfD-Referenten, der Weidels Assistent war. Achso, okay. Sie hat den ja abgesägt, ne? Was ja auch irgendwie nicht so geil war, was irgendwie komisch aussah. Weil warum sägt sie ihn ab? Ne? Aber vielleicht wird er nochmal drauf eingegangen, hoffe ich. Und es gibt offizielle Termine, wo Sie gerne daran teilnehmen können. Und es gibt inoffizielle Termine. Und da ist auch nichts geheim. Ich kann nicht mal geheim in den Supermarkt gehen. Es bleibt da nichts geheim. Also von daher, was werfen Sie mir denn konkret vor? Ich will Sie... Okay. Es geht um den Mitarbeiter, den Weidel rausgeschmissen hat. Das muss ich sagen, das hat mich auch verstutzt. Das ist auch etwas, was ich nicht verstehen kann. Warum ausgerechnet dieser Mitarbeiter? Warum wird er danach rausgeschmissen? Denn Weidel weiß 100%, okay, das war ein Privattreffen. Sie sagt es selber so. Warum wird dann jemand dort deswegen rausgeschmissen und man äußert sich dann nicht dazu? Da muss ich sagen, ja, da möchte ich natürlich auch einmal wissen, warum. Natürlich muss man das nicht nach außen wiedergeben, aber für mich selber wäre das natürlich auch interessant zu wissen, ja. Ich werde Ihnen dazu kurz, die Frage steht im Raum, die Frage werde ich Ihnen auch beantworten. Sie kennen das Grundgesetz, wir sind Grundgesetzpartei und ich möchte Ihnen dort vielleicht mal zwei Artikel unseres Grundgesetzes vorlesen, auch für die restlichen Medien. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das sehr wahrscheinlich damit zu tun hat, dass Sellner mit dabei war. Wir gehen davon aus, also ich gehe davon aus, dass das vielleicht einfach nicht von Weidel so gut empfunden wurde, dass eventuell Sellner am Start war. Und ich glaube, wäre Sellner nicht am Start gewesen, dann wäre da wahrscheinlich niemand entlassen worden. Aber das ist nur eine Mutmaßung meinerseits. Ja? Keine Ahnung. Schafft, damit man einfach mal sieht, auf welchem Niveau wir mittlerweile uns begeben und über was wir hier eigentlich reden. Artikel 2 besagt ganz klar, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Artikel 6. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Ich denke, das habe ich alles getan. Und von daher geht sie, wo ich mich privat mit wem auch immer treffe, ich sage es so deutlich, einen feuchten Kehricht an. Das werde ich auch in Zukunft zu tun. Und von daher ist diese Frage beantwortet. Ich kann Ihnen aber sagen, dass ich mich weder mit Herrn Sellner getroffen habe, noch dass ich ihn kenne. Letzte Frage, die Zeit bitte. Sie sagen, welche Frage Sie beantworten wollen. Stellen Sie die auch Frage. Also hier vielleicht, ja gut, das Problem ist, es war halt ein Livestream, ne? Man könnte halt einfach ein Mikrofon organisieren und den Leuten, die was sagen wollen, einfach das Mikrofon herhalten. Aber das ist halt ein bisschen blöd so, ne? Was ist das denn verfassungswidrig? Also erstmal sind diese verquerten Wiedergaben von Teilnehmern dieses Treffens, die ja auch von seriösen Medien irgendwann mal gefragt wurden, negiert worden. Und dementsprechend haben wir eine Falschwiedergabe dieses Privattreffens. Und da es ein Privattreffen ist und ich AfD-Vorsitzende und Fraktionsvorsitzende bin, werde ich mich dazu auch nicht weiter äußern. Warum auch? Naja, es ist halt das Gleiche, wie ich treffe mich, keine Ahnung, mit meinem Arbeitskollegen aus dem Büro, dem Bernd, nenne ich ihn mal, ne? Und dann nehme ich noch den Ernie mit und den Ulf. Wir gehen dann zusammen, was weiß ich, in die Kneipe. Und dann gehen wir einen trinken und dann sprechen wir über irgendwas, ne? Und ja, und am Tag darauf muss dann der Chef des Unternehmens dafür gerade stehen, dass wir privat miteinander uns getroffen haben. Was hatten Sie damit am Hut, was Ihre Partei
Anhänger, sag ich mal, dann privat tun. Es war halt ein privates Treffen, ne? Ganz einfach. Die haben sich halt zum Essen getroffen und dann halt dort gequatscht. Ne? Ist doch okay. Und natürlich muss sie das an sich nicht erklären, aber es wurde ja auch nicht Verfassungsfeindliches besprochen, sondern es wurde halt einfach nur über Remigration geredet, über illegale Leute, über Leute, die hier sich nicht an Gesetze halten können und so weiter. Und das hat nichts mit Verfassungswidrigkeit zu tun. Ich habe gerade gesagt, dass illegal erworbene Staatsbürgerschaften zu entziehen sind oder auch bei schweren Straftatbeständen wie Terrorismusverdacht oder Terrorismus ausüben, dann sollte auch eine Staatsbürgerschaft wieder entzogen werden können. Ja, natürlich. Vielen Dank. Danke. Ja, ich glaube, das war's. Ja, ich bin ehrlich, ich habe mir ein bisschen mehr versprochen, muss ich sagen. Ich glaube wirklich, der Hauptgrund, warum da eine Konferenz gemacht wird, ein Livestream, warum darauf eingegangen wird, warum gerade bei der Aktion sich jetzt dazu geäußert wird und bei allem anderen wird drüber gelacht, ist, ich glaube, die einzige Komponente ist wirklich Martin Sellner. Ich glaube, die ausschlaggebende Komponente ist jetzt im Endeffekt einfach Martin Sellner. Wäre Sellner nicht dabei gewesen, ich glaube, dann hätte Korrektiv ja auch nicht so viel gehabt, sondern die hätte einfach nur gesagt, ja, komm ja hier, AfD-Leute treffen sich mit Unternehmern. Aber ich glaube, die Komponente ist wirklich Martin Sellner. Und es ist halt einfach, Sellner ist, ja, muss man halt so sagen, egal, ja, egal wie man jetzt zu Sellner steht, man kann ihn gut finden, man kann ihn schlecht finden, man kann ihm egal sein, es ist jetzt komplett egal, ja. Aber nach außen hin, ja, nach außen hin ist er halt sehr verbrannt, sag ich mal, ja. Und ich glaube, dass da halt Weidel und ja, die AfD selber hat dann da ein bisschen Angst, dass sie ja da dann auch Probleme bekommt, weil sie dann mit Martin Sellner in ein Boot geworfen wird. Ich glaube, das ist dann das, was im Endeffekt da rauskommt. Ja, aber das Problem ist halt, das ist ja das, was ich gesagt habe, ne, was ich am Anfang schon gesagt habe. Die Medien sind seit Jahren so drauf, wie sie auch bei dem Korrektivding drauf waren. Es hat sich ja, es ist ja eine Kampagne von ganz vielen. Ne? Es war eine Kampagne von ganz vielen. Aber warum jetzt ausgerechnet bei der? Warum ist man mal ausgerechnet bei der seitens AfD halt so angepisst und ja, also wirklich angepisst, ne? Man kann ja nicht anders sagen. Weidel ist ja hart angepisst, ne? Die Fragen hat sie ja auch nicht beantwortet. Und ich bin ehrlich, ich hätte auch gerne gewusst, warum sie dann den Mitarbeiter rausgeschmissen hat. Ne? Ja, ich glaube, das hat wirklich mit Sellner zu tun. Wie gesagt, ne, Es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich was dagegen habe, dass er da gewesen wäre. Oder das ist null wertend gemeint, ja, meiner Seite aus. Ich habe mit Sellner halt so nichts zu tun. Deswegen, mir ist das relativ egal, muss ich sagen. Ja, mir ist das egal, ob sie sich mit Sellner treffen oder nicht. Sollen sie doch machen. Aber ich glaube wirklich, dass das die Komponente ist, warum dann jetzt doch was gesagt wurde. Ja, weil, wie gesagt, denkt halt zurück, ne? Wie viele Kampagnen wurden gegen die AfD gefahren, ne? Und natürlich waren da alle Medien immer dabei, ne? Egal, ob es eine Bild war, egal, ob es die Öffentlichen waren oder was auch immer. Ne? War eine heftige Steigerung. War es das? Naja, also sind wir ehrlich, ich glaube wirklich, dass es halt so ein Zusammenspiel war und dass halt, also dieses Große, dass alle Medien mitgemacht haben, plus dass dann halt sie Sellner als Argument hatten. Ich glaube, das ist so halt der Zusammenspiel, aber ja,
Ja, ist ja nur eine Mutmaßung meinerseits. Ich kann es ja schlecht genau sagen, wenn Weidel nichts dazu sagen möchte. Ich habe jetzt nicht die Handynummer von ihr und kann ihr gleich bei WhatsApp schreiben. Kann man ja nur mutmaßen in dem Moment. Ja, das ist halt wirklich so. Ist halt, Sellner kommt halt manchmal wirklich wie so eine Persona non grata halt, ne? Und ich glaube, das ist das halt so. Dass es groß aufgebauscht wurde, plus Martin Sellner. Ne? Ein Theaterstück. Ja, ein Theaterstück. Aber irgendwie wurde dann da, muss ich jetzt auch als Kritik dann so äußern, irgendwie hat die AfD dann mit diesem Theaterstück aber auch dann ja mitgemacht im Endeffekt. Ne? Das war's halt, ne? Ich glaube, das ist das halt, dieses Zusammenspielen groß aufgebauscht plus Sellner. Und ich glaube, Weidel hat halt was gegen Sellner als ja, Werbefigur für die AfD. Ich glaube, das wird vielleicht ein großes Problem sein. Ja, und wie gesagt, ich hätte gerne gewusst, warum mal der Mitarbeiter gekündigt wurde. Weil das leider auch nicht so gut aussah. Aber wahrscheinlich wird es halt auch gewesen sein, weil Sellner dabei gewesen. Genau, also die AfD darf halt nicht anfangen, sich anzubiedern. Das ist richtig. Ja, ja so ist es. Also irgendwie gefallen mir da bei dem Statement alle Parteien nicht so zu 100%. Ne? Muss ich sagen, wie es ist. Ja, man muss ja auch mal ein bisschen Kritik da lassen können. Ne?